Sonnenschein und Temperaturen von über 25 Grad. Das gab's früher im Schnitt nur an rund 25 Tagen im Jahr. Heutzutage sieht das ganz anders aus. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Wetter Online. Ja, die Zahl der Sommertage, also die Tage, an denen das Thermometer Spitzenwerte von 25 Grad und mehr anzeigt, die hat in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen. Von den 50er bis 70er Jahren reicht es meist nur für 20 bis 30 Sommertage. Im Jahr 1956 waren es sogar nur 14. Seit dem Jahr 2000 konnten dann aber häufig rund 40 Sommertage verzeichnet werden. Im Jahr 2003 sogar 62 und ja, unangefochtener Spitzenreiter ist das Jahr 2018 mit rund 75 Sommertagen im Landesmittel. Noch krasser ist die Entwicklung, wenn wir uns die Zahl der heißen Tage angucken. Das sind die Tage, an denen das Thermometer Spitzenwerte von 30 Grad und mehr anzeigt. Während es im linearen Trend im Jahr 1951 gerade einmal 3 Tage waren, sind es nun schon knapp 10. Auch hier ragen die Jahre 2003 und 2018 heraus. 2003 reichte es für 19 heiße Tage und 2018 sogar für mittelmeertaugliche 20. Andersherum hat die Zahl der Eistage im Winter deutlich abgenommen. Eistage sind Tage, an denen die Temperatur nicht den Sprung über die 0-Grad-Marke schafft. Während früher fast in jedem Winter an 20 bis 30 Eistagen gebibbert werden konnte, reicht es heute manchmal kaum noch für 10. So, jetzt aber zurück zur Wärme. Ja, die Uhr der Sommertage, die hat bereits zu ticken begonnen, denn die ersten wurden bereits verzeichnet und in der nächsten Zeit kommen auch noch einige dazu. Ob dies auch bei euch der Fall ist, das könnt ihr ganz einfach mit unserer neuen WLAN-Wetterstation WO Home sehen. Einfach in der Beschreibung auf den Link klicken und schon erhaltet ihr weitere Informationen. In diesem Sinne wünsche ich euch im Namen des ganzen Teams von Wetter Online frohe und ja, sonnige Ostertage. Ich bin Björn Goldhausen von Wetter Online.